Hallo, liebe Zahlenjonglierer, und willkommen zu dem Format, das rückwärts zählt, während wir ja im Moment im Dezember vorwärts zählen, bis zum 24. Adventskalender, eh klar. Hier geht es rückwärts bei den Mockten der Woche, sprich die 10 Mocks der letzten Woche, die neu rausgekommen sind, die mir am besten gefallen haben, über die Woche in meine Favoriten gespeichert, dann am letzten Tag nochmal rausgeholt, in eine Reihenfolge gebracht, welches mir am besten davon gefallen hat, und die 10 besten, beziehungsweise diese Woche die 11 besten, sind dann hier in diesem Video, normalerweise montagsabend, heute mal dienstags, weil irgend so ein Bekloppter hier im Kanal auf die Idee gekommen ist, jeden Tag ein Mock zu bauen. Das nimmt schon mal etwas Zeit in Anspruch, die dann für andere Videos nicht ganz so drin ist, aber hey, das ist halt Dezember. Dezember ist immer Stress. Dezember ist so, ob hier, ob im normalen Tag, es ist so. Da kommt man auch wieder durch, wenn dann das neue Jahr angebrochen ist und alles schön wird. Und es wird alles schön. Jetzt im Hintergrund seht ihr das letzte Mock, das ich innerhalb dieses Adventskalenders gemacht habe. Ich habe noch überlegt, alle bisherigen 21 auf ein gemeinsames Bild zu packen. Das zu rendern hätte aber so lange gedauert, dass ich wahrscheinlich auch morgen das Video noch nicht hätte fertig gekriegt. Also machen wir das jetzt so. Das ist das letzte, der Münchhausen. Nee, gar nicht wahr. Münchhausen war das vorletzte. Das letzte ist der, ach verdammt. Genau, der Mini-Leuchtturm von heute. Ich pack einfach trotzdem Münchhausen dahin. Der Münchhausen war definitiv bis jetzt mein Favorit, zumindest für diese Woche, von denen, die ich selbst da gebastelt habe. Die Krabbe war auch cool. Aber es sind halt relativ viele. Wenn man so 24 Teile davon macht im Laufe des Monats, dann kommen logischerweise 24 Stück zusammen. Das ist einiges. Das ist so viel, wie ich sonst im restlichen Jahr hatte. Insofern klar, dass mir die Auswahl nicht wirklich einfach fällt. Muss sie auch nicht. Mir fällt ja auch sonst die Auswahl nicht einfach. Trotzdem habe ich am Ende eine Liste. Zum Beispiel bei den Mocktails, zu denen wir jetzt endlich mal auch kommen. Mit Platz Nummer 10. Mein Gott, das war eine unglaublich lange Einleitung diesmal. Mache ich nicht jedes Mal, also keine Sorge. Das Batmobil 1995 von Scooby Skull. 6 Pfund für die Anleitung. Die Teile kommen auf etwa 110 Euro. Davon sind etwas über 40 schon allein die Räder. Das sind halt seltene Teile, die verbaut wurden, um diese blaue Farbe hinzubekommen, um das, die Form richtig hinzubekommen. Dann passiert halt sowas preislich. Das ist halt, ne? Und ich muss auch sagen, vorne an dem Fahrzeug ist ein Palmblatt verbaut in Schwarz. Es gibt das Palmblatt nicht in Schwarz. Ja, das ist das einzige Teil hier drin, das halt definitiv nicht wirklich existiert. Bisschen schade, aber mir ziemlich klar, wieso es benutzt werden musste, um die Form dieses Fahrzeugs gut hinzubekommen. Man hätte es vielleicht auch mit Schläuchen machen können, wie beim restlichen Fahrzeug. Aber ja, ist so. Vielleicht gibt es das Palmblatt irgendwann in Schwarz. Vielleicht kann man es nicht in Schwarz von gewissen chinesischen Herstellern machen lassen. Wer weiß. Ansonsten, oder man kann mit Grün leben, wie auch immer. Trotzdem ist das insgesamt sehr schön geworden. Wer weiß, ob nicht irgendwann das Ding nochmal in Schwarz rauskommt. Ja, es ist trotzdem ein nettes Design, weil es wird ja trotzdem mit dem gearbeitet, was theoretisch an Steinen verfügbar ist. In einem Fall hat nicht die Farbe. Nichts so Schlimmes, aber gut, dann kommt er halt nur auf die 10. Es ist trotzdem schöne Umsetzung eines wirklich schwierigen Modells. Ja, das 95er Batmobil, also aus Batman Forever, nicht gerade einfach umzusetzen, vor allem in dieser Größe. Insofern trotzdem Respekt. Wir bleiben noch ein bisschen im Jahr 1995 und im Kino, diesmal aber mit Ghost in the Shell. Anime von 1995, und zudem hat Radolf den Spider-Bro entworfen. Kostenlose Anleitung, Teile kommen auf ungefähr 15 Euro, ist als Microscale angegeben. Was Sinn macht, das Ding ist im Film halt ein Riesenpanzer. Aber in späteren Einträgen in diesem Franchise, also im Manga und in diversen anderen Anime und in der Serie, die es dazu gab, es gab eine Menge zu Ghost in the Shell, da gab es auch kleinere Varianten von dem. Und insofern kann der auch zu der Minifigur passen. Ansonsten haben wir von der Bauweise ein paar interessante Teilverwendungen. Ich finde vor allem ganz spannend die Nutzung von Brackets für die Lüfter, die hinten auf dem Rücken hat. Ja, das Ding ist im Grunde im Körper seitwärts gebaut und dann sind aber Brackets, die wieder ein Stud ganz normal nach oben haben, die dann aber wieder als Lüfter fungieren in der Gestaltung. Auch mal eine spannende Idee, einfach seitwärts zu bauen, dann mit Brackets plötzlich doch wieder
Stats oben zu haben. Normalerweise sind die ja dafür da, dass man Stats nicht oben hat. Ganz clevere Geschichte. Kleiner, aber nicht weniger clever wird es auf Platz Nummer 8 mit dem Easy Tiger Luxury 4-Poster Bed von Johnny Hairface. 2 Dollar die Anleitung. Teile kommen auf für so ein kleines Ding durchaus beachtliche 20 Euro. Was ich hier aber spannend finde, ist vor allem dieses Tigermuster. Das, finde ich, kann man sich durchaus mal abschauen. Das ist schön gemacht, wie das hinhaut. Auch die Herzen, die da drin sind, das funktioniert. Ja, für eine Bettdecke funktioniert das wunderbar. Mal ein bisschen anderes Bettdeckendesign. Nicht flach, sondern bunt mit Muster. Schöne Geschichte, schön gemacht. Über die Schrägen angeglichen und so weiter. Kleinigkeit, aber eine schöne Kleinigkeit. Machen wir wieder was Größeres. Achso, übrigens, das ist inspiriert von Austin Powers. Der erste Austin Powers Film. Wir sind also immer noch in den 90ern, im Jahr 1997 jetzt. Und auch auf Platz 7 bleiben wir in den 90ern. Ich glaube zumindest, dass es der erste 90er ist. Ich bin gar nicht mehr sicher. King of Queens. Arthur's Basement, also Arthur's Keller. Gestaltet hier von Fabrics 1999. Anleitung 4 Euro. Das Set 70 Euro. Denn das ist ein Alternativbau zu 21319, dem Lego Friends Central Perk. Also Friends zu der Fernsehserie Friends, nicht die Lego Friends, die pink und lila haben. Das ist bei Lego ein bisschen verwirrend. Es gibt 3 Lego Franchises, die Friends heißen. Es gibt das Lego Friends Thema, dann gibt es Lego Friends zur Friends Fernsehserie und dann gab es in den 90ern auch noch ein Lego Friends Videospiel, das mit beidem nichts zu tun hat und deutlich vor beidem kam und eigentlich auch nicht wirklich was mit Lego zu tun hat. Es ist lustige Geschichte, dieser Name dieses Themas. Aber okay, das ist das Lego Friends zur Serie. Beziehungsweise eben nicht. Das ist jetzt zu King of Queens daraus gebastelt. Hat sehr schön diese Kelleratmosphäre. Die wird super eingefangen in diesem Bau. Ist auch zugestellt mit allem möglichen Gerümpel, wie sich das für einen Keller gehört. Und trotzdem sieht alles gut aus, gut gebaut. Es ist ein kleiner Fernseher da, ein Bett und so weiter. Ist eine gute Umsetzung des Originals aus der Serie. Kommen wir auf Platz 6 zu einem Lego-Thema, das nicht ganz so verwirrende Geschichte hat, aber dafür eine deutlich längere. Das Imperial Lighthouse von, um Gottes Willen, Chic 4, vermutlich. Ich habe jetzt irgendwelche Laute aneinandergereiht und hoffe einfach, dass es der Name war. 6 Euro die Anleitung, die Teile auf etwa 200 Euro und das ist natürlich Lego Piraten. Beziehungsweise ein Mock dazu, ein Leuchtturm, netter, nicht allzu großer, aber durchaus großer Leuchtturm, mit ein bisschen Innenleben, innen ist ein Treppenhaus, unten ist ein Keller in den Felsen, jetzt nichts groß Detailliertes innen drin, aber ein schönes Konzept, immer alles in allem. Sehr schön kleinteilig gebaute Felsen, mit viel Form. Das Wasser hat einen Wellengang. Das ist ein cooles Detail, einfach mal einzufügen, Wellengang bei so einem Bau. Und ich bin immer wieder beeindruckt von Zäunen. Ich weiß nicht warum, ich mag Zäune. Da ist auch wieder jetzt ganz oben auf dem Turm nochmal so eine, beziehungsweise so eine Reling. Die ist auch schön gebaut. Und genau, schöner Leuchtturm, passt auf jeden Fall. Gehen wir zurück in die Welt von Film und Fernsehen. Fernsehen genauer diesmal. Auf Platz Nummer 5 mit dem Stargate SG-1 Gate Room von AXS Bricks. Kostenlose Anleitung, die Teile kommen ungefähr auf 450 Euro. Ich sag gleich, in der Anleitung, in der Teileliste sind etliche Farbfehler drin. Die müssen ausgeglichen werden. Das ist halt so das Ding, wenn man rein digital baut und dabei die Funktion Farbfehler zu vermeiden ausschaltet und dann rein darauf baut, dass es gut aussieht. Ich meine, das Ding sieht gut aus und es wäre zum Beispiel ein Super Ideas Entry. Also super Entwurf für Ideas, so. Machen wir es ganz deutsch. Man muss halt, wenn man das Ding nachbauen will nach der Anleitung, die ja nun auch kostenlos runterladbar ist, insofern kein Ding an der Stelle, muss man halt etliche Farbfehler noch ausgleichen. Ob man die jetzt einen anderen Grauton nimmt oder andere Teile und dann aus mehreren Teilen ein großes zusammenbaut oder wie auch immer. Man hat dann ein bisschen was damit zu tun, hier einfach Sachen auszugleichen, die nicht wirklich funktionieren. Was Farbfehler sind, sind eigentlich zu großen Teilen Farben wie Dark Bluish Gray. Und solange Star Wars existiert als Thema, können wir uns sicher sein, dass jedes Teil früher oder später in Dark Bluish Gray erscheinen wird oder in Light Bluish Gray. Insofern ist das alles nur eine Frage der Zeit.
Und ansonsten kann man auch ein bisschen, glaube ich, einfach anpassen. Ist halt ein sehr starker Fanbau, sprich sehr stark auf wirklich das Aussehen in der Serie fokussiert und weniger auf das, was mit den Lego-Steinen, welche es gibt und was damit möglich ist. Aber das Ergebnis ist trotzdem ganz nett. Außerdem hat AXS Bricks diese Woche auch noch drei MALPs als kostenlose Anleitung vorgestellt. Das sind diese kleinen Fahrzeuge, die in der Serie ins Stargate geschickt wurden, bevor die Soldaten durchgingen, damit man halt vorher gucken konnte, was auf der anderen Seite, nicht, dass man die irgendwie in einen aktiven Vulkan schickt oder sowas. Cooles Konzept eigentlich aus der Serie. Auch die drei Varianten davon gibt es als kostenlose Anleitung. Die kommen ungefähr auf 20 Euro oder so in Steinen jeweils. Auf Platz Nummer 4 haben wir was ganz, ganz Originales. Keine Adaption aus irgendwas, soweit ich sehen kann. Der Temple of Technology von Sheo. Anleitung für 17 Euro. Die Teile kommen auf ungefähr 700. Ist eine sehr ungewöhnliche Optik für Lego. Interessante Kombi aus Technik und System. Die Ringe sind alle beweglich. Also das Ding ist nicht starr. Die Ringe kann man halt gegeneinander bewegen. Das ist so ein bisschen... Jetzt weiß ich nicht mehr das Wort für die Dinger, auf denen Schiffen Kompasse gelagert werden. Aber das ist das. Oder mit denen man Flugzeugen auch misst, wie schief die sind. Es gibt da ein Wort für, mir fällt es nicht ein. Und ich werde es jetzt nicht nachschauen, sondern einfach weiter aufnehmen. Jedenfalls ist das Ding ziemlich cool. Ich glaube nicht, dass es auf etwas Echtem basiert. Was schade ist, dieses Teil fände ich echt cool, als richtiges Denkmal irgendwo stehen zu haben. Auch mit der Beweglichkeit, dass man da irgendwie, weiß nicht, Leute einfach mal an dem Ring drehen können und dann dreht sich mal einer ein bisschen. Weiß nicht, wie das sicherheitstechnisch aussieht, aber coole Geschichte. Fände ich in der Realität cool, finde ich auch in Lego cool. Cool, cool. Noch eine Adaption finden wir auf Platz Nummer 3 und ich sag's gleich. 3, 2, 1 und der dazwischen. Könnten diese Woche echt alle Platz 1 sein. Es war eine richtig starke Woche. Und ich musste richtig viele Sachen, die richtig cool waren, hinten runterfallen lassen. Einfach damit ich bei 10 bleibe. Und bin am Ende doch auf 11 gekommen. Weil ich gesagt habe, komm, die Sonderplatz vergebe ich jetzt auch noch an etwas aus dieser Woche. Weil das einfach auch cool war und ich es drin haben wollte. Es ist eine crazy Woche, diese Woche mit den Mocs. Aber reden wir jetzt erstmal über das, was jetzt gerade auf dem Bildschirm ist. Nämlich die Charlie Brown Christmas von Milo. 7 Dollar die Anleitung, Teile ungefähr 70 Euro. Und ich konzentriere mich als erstes auf ein Nebendetail. Der Zweig. Ich finde der Zweig mit den Grasbüscheln, der sieht absolut super aus für einen Nadelzweig. Das sieht fast aus wie echt, ist schön kreuz und quer, richtig cool. Richtig cool. Und auch der Charlie Brown, eine schöne Übertragung der Figuren und ihres Zeichenstils in halt die dritte Dimension. Charlie Brown Figuren sieht man ja eigentlich außerhalb von vielleicht Videospieladaptionen immer nur in diesem Zeichenstil, der sehr spezifisch ist für die Peanuts. Hier sehr schön übertragen. Schöne Figur, schönes Ding dabei. Relativ groß, fast 20 cm hoch der Junge. Und sieht cool aus. Auf Platz Nummer 2 haben wir dann etwas, was wieder eher in der Realität ist. Passt so ein bisschen zum Temple of Technology, aber auch nicht, weil es noch viel, viel klassischer ist. Die Roman Emperor Marble Bust von Bread. 4,99 Euro die Anleitung, die Teile kommen bei etwa 80 Euro. Was, muss ich auch sagen, für fast 1000 Teile ein erstaunlich niedriger Preis ist. Das ist das Gegenteil von dem, was sonst passiert. Hier ist sehr viel mit sehr häufigen Teilen gearbeitet worden, hauptsächlich halt in Weiß und kleine Teile, Käseecken und sowas. Daraus ergibt sich dann aber aus vielem Kleinkram auch eine relativ organische, menschliche Gestalt, die klar noch relativ kantig ist und Lego-mäßig aussieht, aber es ist eine Marmorbüste. Es passt, dass die nicht aussieht wie ein echtes organisches Wesen, sondern wie etwas, was aus Steinen gehauen wurde, weil das Original, das es darstellt, wurde aus Stein gehauen. Passt schon. Wunderbar. Weiß zu überzeugen. Insofern. So, der Platz für die normalerweise lobenswerte Erwähnung ist diesmal kein Platz für die lobenswerte Erwähnung, sondern das Geheimnis ist eigentlich, hatte ich diesmal 11 Plätze und hätte es auch einfach jetzt Platz 2 nennen können und die anderen um eine Nummer vorrücken.
Ich lasse es jetzt mal bei Platz X, einfach aus Arbeitsflow-Gründen. Der Christmas Millennium Falcon von Muxi oder Maxi. 3,50 Euro die Anleitung, Teile etwa 70 Euro. Das Ding ist relativ schwer auf dem Bild zu zeigen. Ich habe mal das genommen, was es noch so am besten abbildet. Denn ihr habt im Grunde zwei Sachen. Einmal der Millennium Falcon mit dem Weihnachtsmann-Gesicht. Und dann halt die klassische Falkenform aber noch irgendwie als Schlitten gedacht. Das allein ist schon mal ein cooler Bau. Ja, das ist dann noch als Tensegrity aufgehangen. Also dieses Ding, wo Ketten sich gegenseitig auf Spannung halten und das irgendwie dann in der Luft schwebt, weil die Ketten halt gegenseitig gegeneinander arbeiten. Und dann ist auch noch die Plattform groß aufgebaut. Da ist ein Lebkuchenhaus unten drauf, eine Eisfläche, ein Tannenbaum, diverse Figuren sind da drauf, Gonk-Droide und sowas. Ist also alles Star Wars-Bezug. Das ist schon viel Kram, unglaublich viel Aufwand drin und sieht alles trotzdem aus wie aus einem Guss. Ein wirklich hübscher kleiner Bau für, ich sag mal, tatsächlich den Weihnachtstisch. Obwohl es Star Wars ist, das ist mal ein richtig weihnachtliches Star Wars und passt super zusammen. Sind auch so Elemente, wo ich nie gedacht hätte, dass man die in ein Ding zusammenbringen kann. Man kann offenbar und es sieht richtig gut aus und ist technisch richtig interessant. Aber wir haben ja noch einen Platz 1 und diese Woche war bei Platz 1 am Ende, auch wenn ich bei Platz 3 schon gesagt habe, es hätte alles Platz 1 werden können, viel Auswahl war diesmal nicht aufgrund der reinen Größe. Die HMS Trident von Mock Your Bricks. Kostenlose Anleitung, Teile sehr nicht kostenlos, denn das ist verdammt viel Kram. Ich weiß nicht wie viel, weil es eine YouTube-Anleitung ist. Allerdings, die Segel sind als ausdruckbare Bögen zu bestellen bei Mock Your Bricks. Der hat eine eigene Webseite. Da kriegt man die Segel für 32,99. Was für ein Ausdruck, ja, okay, ordentlich. Auf der anderen Seite, da ist auch richtig viel Arbeit in dem Schiff gewesen. Das muss man auch anerkennen, definitiv. Das Ding ist 90 cm lang, 66 cm hoch und wiegt etwas über 3 Kilo. Es hat 52 Kanonen, also die Zahlen allein beeindruckend. Kompletter Neuentwurf, Mock Your Bricks scheint öfter Segelschiffe zu machen. Gerade auch zu Fantasy-Serien dazu. Und die findet man dann auf seiner Webseite. Habe ich jetzt erst durch dieses Video gesehen, dass es die Seite gibt. Interessant für Segelschiff-Fans, zum Beispiel auch aus Game of Thrones, Lord of the Rings, Fluch der Karibik, glaube ich auch, und so weiter. Das sind verdammt große Pötte, verdammt beeindruckende Geschichte, verdammt viel natürlich drin, allein schon wegen der Größe. Das hat diese Woche die 1 geknackt. Und was es nächste Woche in den Top 10 so gibt, auch eine Überraschung wie immer, das sehen wir dann nächste Woche. Ich sage erstmal bis dahin.